geht's heute mit Assassin's Creed Origins und wir machen weiter mit einer nächsten weiteren Mission. Das ist soweit klar. Hier hat man noch was, ein Raubtierbogen. Ja gut, der Raubtierbogen hat nur halt. Ja, nee, wir machen jetzt. Wir machen weiter mit dem Selbsthilfemittel. Wir machen weiter mit dem Raubtiermittel. So. Was willst du denn an hier? Treffer versenkt. Finde Amosis in der Nähe des Hafens. Und diese Mission heißt Rauch über dem Wasser. Das, was wir heute machen. Hi. Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sepheto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. So. Jeska reist an der Küste entlang. Na dann, machen wir das doch mal glatt. Na, happy birthday. Dabei. So, das ist noch eins, ne? Oh, das ist das Kingvieh. So, oh, dann beende Flusspferdversteck. Dich. Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Moin, moin. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sephetos Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sephetu? Kuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. So, eskortiere Jeska. Quasi. Wunderbar, du fährst. Woher kennst du Hakuf?
Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst, ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Folge Jeskar zu ihrem Dorf. Müssen wir durch das Dorf da anbetroffen? Nee, müssen wir. Warte mal, jetzt kurz. Achso, soll ich jetzt. Hä? Warte mal, hä? Bis soll ich jetzt das Dorf da befreien? Warte mal. Hefgard. Diese Zone ist tabu. Töte die Plünderer. Okay, gut. Das war eine Mission, die ich arbeiten muss. Das glaube ich ja weniger. Hey, was? Sterb, du Wurm. Darfst nicht hier sein. Hey. Soll ich aber. Gute Nacht. So, sind jetzt hier noch mehr? Ja, da hinten sind noch welche. Noch drei. Die es aber auch scheinbar gerade nicht nötig haben, um was zu tun. Soll mir persönlich recht sein. Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Nicht zurück. Ah! Ganz schön schlagkräftig, die Kleine, ha? Haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn. So, haben wir Pferdchen irgendwo noch in der Nähe? Ja, hier.
So, trage Petto zum Bauernhof. Das ist aber gerade, brauchen wir nicht. Ja, wir haben ja Pferdchen, wir können ja da durch, ne? Hoffentlich, ja, sieht so aus. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. So, Rauch über dem Wasser. Abgeschlossen. So, ich vermute noch ein, zwei Nebenquests und dann haben wir die 20 erreicht und dann können wir jagen. Und die nächste Nebenquest, die wir dann auch für uns haben, ist dann diese hier und die heißt dann Alle Augen auf uns. So, tötet sie Fetus Bogenschützen. Und das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Episode. Dann haben wir so alle weg und dann könnten wir Hauptmission machen. Dann haben wir nämlich die Hyäne und die Maske der Hexe noch. Und dann ja, haben wir, glaube ich, die zweite Welle auch schon durchschafft, ne? Wir haben jetzt, genau, die Hyäne, Krokodil und die Echse. Ja, das sind die drei Hauptquests. Gut, okay. Jawohl, ja. Distanzwaffe. Gut. Brauchen wir nicht. Fallhagel, ja. Passiert. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge die Bogenschützen. Da sind wir aber schon dran gewesen, aber jetzt machen wir sie dann komplett und sehen uns das in der nächsten Folge an. Okay. We'll be right back.